Na komm, Eddie, dann zeig mal. Okay, das Vieh ist cool. Und tot. Ist auch niedlich. Niedlich und tot. Blurk. Oha, den kennen wir auch. So. Und tot. Und das kleine Vieh wieder. Und tot. Tja, Eddie. Oh yeah, Levelaufstieg. Das sehe ich gerne. Sehr schön. Was? Du bist wirklich von den Nexoguards? Mich schert nicht, wer du bist. Wir werden Merida beschützen. Ihr könnt doch alle gegen mich antreten im Duell. Ich mache euch alle platt. Was stimmt denn nicht? Merida, Miep, den Namen haben wir in der Broadcast-Nachricht des Nexolord nicht gesehen, Miep. Also, warum sollte er sie entführen wollen, Miep? Das ist ein gutes Argument. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das bald herausfinden werden. Lass uns gehen. Juhu. Ab zum Strand. Juhu. Die beschützen die wirklich. Die alten Pissnasen. Sie sind es. Das sind diejenigen, die versuchen, dein Training zu stören. Sie sagen, dass sie zu den Nexoguard gehören. Lass uns ihnen eine Lektion erteilen. Halt, warte. Bitte tu ihm nichts. Ich will hören, was sie zu sagen haben. Wir wurden darüber informiert, dass du denkst, dass der Nexolord hinter dir her ist. Ich muss dich bitten, mir alles zu erzählen, was du weißt. Der Nexolord? Ja, es ist wahr. Er ist hinter mir her. Ich kenne ein Geheimnis. Ich kenne seine geheime Schwäche. Er hat einen kleinen Pipi? Okay. Die Schwäche des Nexolord? Wahrscheinlich sie. Oder sie redet sich das ein. Ja, nur ich weiß, wie man ihn besiegen kann. Na, dann beeil dich, Miep. Erzähl uns das Geheimnis, Miep. Ich kann das Geheimnis wirklich nicht jedem anvertrauen. Wie auch immer, es gibt einen Weg, wie ihr mir zeigen könnt, dass ihr würdig seid. Dich besiegen oder was? Oh, Miep, lass mich raten, du willst einen Nexomon-Kampf. Oder ein Volleyballspiel, wie auch immer. Wir müssen das Ding machen. Was? Nein, Nexomon-Kämpfe sind barbarisch, schrecklich. Miep, ich denke, du bist nicht so verrückt wie alle anderen. Stattdessen fordere ich euch zu einem Volleyballspiel heraus. Wo ich das nur wusste und ich muss einmal husten, Leute. Boah. Oh, Junge, sorry. Miep, was? Wenn du mich in einem Volleyballspiel schlagen kannst, werde ich dir das Geheimnis erzählen. Aber wenn du verlierst, musst du mir auch etwas Wertvolles geben. Miep, was willst du denn von uns? Dieses glänzende Ding. Oh, den Nexocore. Miep, den Nexocore, Miep. Vertrau mir, du willst das Ding nicht bei dir haben. Das ist mein einziges Angebot. Schlag mich im Volleyball und ich werde dir sagen, wie du den Nexolord besiegen kannst. Wenn du verlierst, wirst du mir das glänzende Nexocore-Ding geben. Das ist absurd, Miep, aber wenn sie tatsächlich die Schwäche des Nexolord kennt, Miep, dann... Miep, ist es wirklich einen Versuch wert? Okay, wie soll das jetzt aussehen? Und was habt ihr zu sagen? Wie soll ein Kind wie du Merida schlagen? Keine Chance!
Merida wird dich fertig machen. Niemand kann sie schlagen. Merida ist die Beste. Sie ist die Beste. Du gehst besser wieder nach Hause, Kind. Nö. Aber ich mache jetzt mal ausnahmsweise eine Sache. Und zwar feige speichern. Weil ich weiß halt nicht, wie das gleich ablaufen wird. Und da speichere ich lieber feige ab. Bist du bereit für unser Volleyballspiel? Wenn du gewinnst, werde ich dir alles über die größte Schwäche des Nexalord verraten. Aber wenn du verlierst, gibst du mir das hübsche Nexocore-Ding. Let's go. Großartig, lass uns das machen. Okay, und wie soll das jetzt vonstatten gehen? Passiert das jetzt automatisch? Du Scheiße. Sei nicht nervös, ich bin nur der Volleyball-Weltmeister. Lass mich dir eine kurze Profilektion geben, okay? Zuerst reiche ich dir den Ball. Gib Acht, der Ball ist auf dem Weg. Okay, warte mal. Das ist dein Reaktionszähler. Oh, ich dachte, ich muss schon drücken. Drücke einfach den Button, wenn der Pfeil über den grünen Bereich ist, um den Ball zurückzuschlagen. Sehr gut gemacht. Der erste, der 3 Punkte erzielt, gewinnt das Spiel. Hört sich das gut an? Lass uns das erledigen. Oh, nein! Mist! Mach dir keine Sorgen. Du hast immer noch eine Chance, mich zu schlagen. Da war ich gerade zu nervös. Also, ich habe Zeit. Anscheinend, wenn der Dings, dieser Balken da ist. Gib nicht auf! Alter. Boah, Bruder. Aber gut, sie ist ja auch der Weltmeister, ne? Versuchst du es überhaupt? Komm schon, ich spiele nicht mal ernsthaft. Haha. Was zur? Nicht schlecht. Ich denke, ich habe dich etwas unterschätzt. Lass uns weitermachen. Fuck. Toll, jetzt sind wir den Nexocore los. Oh no. But why? Okay, man kann es nochmal probieren. Das Spiel ist dann aber sehr fair. Wäre halt lustig, wenn es jetzt wirklich quasi diese Entscheidung gegeben hätte. Okay, mit denen rede ich jetzt nicht nochmal. Das ist halt dasselbe, bla bla. Bist du bereit, Volleyball? Bla bla bla. Ja, komm. Spiel Volleyball, los, let's go. Großartig. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. 2 Punkte habe ich nämlich gerade vergeigt, weil die waren halt unnötig. Sehr gut gemacht. So. Scheiße. Ich dachte, der wäre noch im grünen Bereich. Das war, glaube ich, knapp. So, 1-1. Ja, ja, etwas unterschätzt, bla bla. Nein, ich Idiot! Das war jetzt komplett unnötig. Komm schon, ich spiele nicht mal ernsthaft. Ja, ich auch nicht. Siehst du? Ich denke, ich muss nun etwas ernster spielen. Mach dich bereit, ich mache es dir jetzt nicht mehr so leicht. So, Schwester. Errungenschaft freigeschaltet, Volleyball-Champ.
Weil ihr die Errungenschaften ja nicht seht. Also ich lese die auch nicht jedes Mal vor, wenn die erscheinen. Och, guck mal, wie sie weint. Die ist schon süß. Die ist schon niedlich. Miep, naja, das war ein wenig enttäuschend. Und irgendwie kommt mir das jetzt so vor, dass die Schrift jetzt so verwaschen, so komisch. Okay, egal. Hat dieses Kind gerade Merida geschlagen? Vielleicht geht es ihr nicht gut. Ich weiß nicht. Jungs, ich denke, sie hat wirklich schlecht gespielt. Ist sie ein Betrüger? Denkst du? Sie hat in der letzten Meisterschaft geschummelt? Das würde Sinn ergeben. Ich denke, ich gehe. Ja, ich auch. Ich denke, Merida ist wirklich nicht so cool. Ich finde die immer noch cool. Ich finde die ist hübsch. Die ist doch sympathisch. Unterwegs. Entschuldigung, Leute. Miep, das tut uns so leid, Miep. Oh Gott, was ist denn mit ihr los? Was habt ihr getan? Hey, komm runter, Miep. Es ist nur ein dummes Spiel, Miep. Und du bist wirklich schlecht darin, Miep. Sei ruhig. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Handlanger! Oh. Ja, moin. Was meint sie? Ich habe versucht, mir den Nexocore freundlich zu holen. Aber das Spiel ist jetzt, ich ärgere mich so, dass ich nicht weiß, was ich sage, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Hast du irgendeine Idee, wer ich bin? Ich bin Merida, der Champion des Wassers. Ja, schön für dich. Miep, du willst mich doch verarschen. Ihr habt meinen guten Ruf zerstört. Nun werde ich euch von dieser Welt auslöschen. Mach dich bereit. Oi, Merida. Was geht jetzt ab? Miep, wer hat das gesagt? Diese Stimme. Wer ist er denn jetzt schon wieder? Hallo, Schatz. So. Guckt euch einfach an. Miep. Du musst das Kind sein, das unseren vorherigen Nexocore genommen hat. Oh Mann, der Nexolord ist wütend. Du hast es wirklich geschafft, Buddy. Der Name ist übrigens Setta. Lol. Lol, weil Setta ist einer meiner Spitznamen tatsächlich. Also hier, hallo, von mir, von Pranke, von dem Let's Player hier. Was tust du denn hier? Verschwinde! Wir müssen gehen, Merida. Was? Warum? Dein Krawall hat die Aufmerksamkeit der Nexoguards auf sich gezogen. Alle ihre Agenten sind auf dem Weg hierher, siehst du? Tick-Tock, Tick-Tock, ich möchte nicht hier sein, wenn sie kommen. Du etwa? Aber der Nexocore, wir brauchen ihn. Wir haben einen Ersatzcore gefunden. Er zählt nicht mehr. Komm zurück zur Zentrale. Tust du das? Der große Boss erwartet uns dort. Abzug. Cool. Nee, diese Jungs machen niemals irgendwas. Das stimmt irgendwie. Dieser Ort macht mich sowieso krank. Ja, eigentlich ist sie ziemlich schlecht im Volleyball. Naja, wir sehen uns das nächste Mal. Halt! Ich bin Agent Bryce. Bryce Ford mit dem Colgate-Lächeln von der Nexoguard. Und du bist verhaftet. Zitze. Hinter dir, mein Freund. Geh zurück. Boah.
Bryce Meep. Kenn deinen Platz, Mensch. Wenn Vater erwacht, werdet ihr alle von uns niederknien, noch einmal. Dieser Typ hat wirklich einen Schlag. Meep, wir müssen sofort die Nexo-Guard rufen. Das ist alles sehr übertrieben anime-esk. Ich mag das so sehr, ne? Ich verstehe. Das blauhaarige Mädchen ist einer der Champions von Nexolord. Also ist sie nicht der Aufseher, nach dem wir suchen. Ihre Anwesenheit hat die ganze Stadt in Gefahr gebracht. Wir müssen die Blockade aufheben und alle evakuieren. Das heißt natürlich, dass der Aufseher ebenfalls in der Lage ist, abzuhauen. Ihr Kids solltet Pal Maya ebenfalls verlassen. Wir kümmern uns um Agent Bryce. Nein, du musst den Aufseher finden. Andernfalls wird die Armee des Nexolords weiter wachsen. Meep, aber wie? Wir haben keinen einzigen Hinweis, Meep. Denk. Hat all das geplant, um Palmaia zu verlassen, die Blockade aufzuheben, hat er uns zu Merida geführt. Sie haben das zusammen geplant. Meep, der Junge aus dem Restaurant, Hendrik. Wir müssen Hendrik finden, bevor er wegläuft. Nur du kannst ihn aufhalten. Die Nexogards sind zu beschäftigt damit, Merida zu jagen. Wir lassen dich nicht gehen, wir lassen sie dafür bezahlen, Meep. Okay. Da hatte ich auch damit recht. Also entweder ich habe ein gutes Gespür für bestimmte Dinge in dieser heutigen Aufnahme oder das ist teilweise echt sehr vorhersehbar. Aber vermutlich ist das zurückzuführen auf Erfahrungswerte, die man halt hat. Weil man schon diverse Medien konsumiert hat an Videospielen und Anime und so. Okay, was ich jetzt will, ist mich verlaufen, genau. Hier hoch. So, wir müssen zu Bryce, bevor er wegläuft. Aber ich heile mich erstmal. Wobei unsere nächste Monde eigentlich noch größtenteils okay waren. Wir hatten ja, glaube ich, nur diesen einen Kampf, ne? So. Okay. So. Okay, er ist weg. Der Ort ist ganz schön still geworden. Hendrik muss... Vollen Bryce, sag ich. Hendrik. Hendrik muss wissen, dass wir hinter ihm her sind. Du solltest deine Nexomon vorbereiten. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache, Meep. So, aber meine lieben Tomodachis, ich tue meinem Hals und so einen Gefallen. Oh, mach hier eine kleine Aufnahmepause. War auf jeden Fall sehr geil. In dieser Aufnahme sehr viel Story, sehr wenig Training, an sich sehr wenig Kämpfe verhältnismäßig. Was ganz geil ist, weil das Let's Play kam ein bisschen voran. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, meine lieben Tomodachis. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme und vielen lieben Dank wie immer fürs Zusehen. Und denkt bitte dran, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, lasst ein Like auf die Videos da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und das Wichtigste, macht Mundpropaganda für den lieben Pranke, empfehlt mich weiter und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und nochmals. Bis dann, ciao, ciao.